Wo könnten wir denn so einen Typen antreffen? Beim Café war jetzt irgendwie nicht wirklich was dabei. Gehen wir mal nochmal in den Club, würde ich sagen, oder? In der Kirche war nur der Priester gewesen. Was ist das denn hier? Grand Avenue, 1310. Okay, das machen wir gleich. Dann gehen wir erst in den Club rein. Weil viel Auswahl haben wir ja nicht. Bei uns zu Hause hilft ja der Typ. Also wir brauchen ja noch irgendwie eine Unterschrift oder irgend so was. Hier ist jemand, mit dem du reden solltest. Ich glaube, Okay. er arbeitet mit Joe zusammen. Was? Ich krieg mega Gänsehaut. Warum, ey? Es gibt da diesen Häftling, der für mich arbeitet. Letztens haben wir ihn in die Isolationshaft gesteckt. Der einzige Insasse, der überhaupt was gebacken kriegt. Okay. Kennt seinen Platz. Meistens jedenfalls. Ja, aber es ist Sache des Gefängnisdirektors, ihn rauszulassen. Ist Der das nicht Direktor muss die Mason? Anweisung geben? Er muss einen Antrag unterschreiben, dreifach. Und er ist die nächste Woche nicht da. Vielleicht kann ich helfen. Wie sieht so ein Antrag aus? Ich habe zufällig einen dabei. Hab vergessen, ihn das unterschreiben zu lassen. Okay. Ist das das hier? Einzelhaftsformular. Wenn der Direktor unterschreibt, kommt Joe aus der Isolierhaft. Okay. Und warte mal, auf dem Dings war doch die Dieser Unterschrift. Brief gibt mir die Berechtigung, Joe einmal im Monat zu besuchen. Der ist vom Gefängnisdirektor unterschrieben. Ei, ja, schau einer an. Keine Chance. Okay, das funktioniert nicht. Wir kriegen die Unterschrift, müssen wir aus Papier kriegen. Okay, mit ihm. Okay. Es gibt nichts, was ich tun könnte. Großer, farbiger Kerl, guter Mechaniker. Ich kann ihn schinden, wie ich will, der beschwert sich nicht. Okay, das scheint dann eher Mason zu sein. Der Gefängnis auch. Da, Mason, ja, guckt sie an. What's the? Der hat Ausgang. Okay, das ist ein Gefängnisdirektor. So. Okay, ja, okay, okay, was machen wir denn jetzt? Was haben wir hier? Wir sind ja einmal hier, vielleicht, ich weiß nicht, der hat ja ein Safe und Die links. Kombination zu Mickeys Safe, wenn Bee denn recht hat. Wenn B denn recht hat. Wow, das ist jetzt. Guck, ob da eine Neuigkeit von B Hi. gibt. Bee. Wie läuft das Geschäft? Wir können hier nicht reden. Echt nicht? Warum? Triff mich gleich hinten. Alles klar. Oh, da sitzt eine Blonde jetzt. Lol. Nee, warte mal, wir sprechen erstmal mit ihr. Ach, gibt's nichts Neues zu erzählen? Okay. Wie kann ich Mickey ausschalten? Er hat mich zu lange herumgeschubst. Sieh dir mal den Safe in seinem Büro an. Okay, funktioniert nicht. Gespräch beenden. Mickey, Goldie, Nixe. Okay, Okay, das ich hatten wir muss los. schon. Was haben wir hier? Wir haben Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, die habe ich auf der Fähre nach Alcatraz gesehen. Geht's Ihnen gut? Ich bin okay, danke. Wenigstens sind wir nicht auf dieser fürchterlichen Insel. Welche Insel? Alcatraz. Ich wollte nur mal eine Nacht lang raus. Er hört und hört nicht auf, von der Arbeit zu schwafeln. Die versteckten Messer, die kaputte Waschmaschine, der Typ, den sie in Isolierhaft gesteckt haben. Der Typ, den sie in den Krankenflügel verlegt haben. Und mir sagt er, ich soll mal ausnüchtern. Rede mit meinem Mann. Der erzählt's jedem, der es nicht wissen will. Okay, das heißt, Mason, der Gefängnisaufseher, und dir gehören zusammen. Und Mason kam aus dem Alcatraz und hat mit Joe zu tun. Okay. Okay. Zum Saal. Das heißt, an den Safe.
Kombination zum Safe. Ich weiß nicht. So kriegen wir auch aus dem Gefängnis nicht raus? Oder wie war das jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich so viele Sachen auf einmal machen muss. Also, fassen wir das nochmal zusammen. Wir haben zwei Druckeplatten, wir haben einen Schlüssel. Lass das mal sein. Wir brauchen die Unterschrift auf dem Zettel. Das haben wir bei ihm im Safe drinne. Ich weiß nicht, ob die uns noch was erzählen kann. Wir haben viele Baustellen im Spiel. Ich weiß gar nicht, wo du anfangen sollst. So, sitzt ein Einzelhaft, die kriegen wir nicht raus. Hey, Christine. Willkommen zurück, Christine. Ohne die Unterschrift. So, hast du uns noch was zu erzählen, Nixchen? Siehst gut aus. Nee, hat sie nicht. Kannst du dich um meine Katze kümmern? Wann seid ihr Mädels wieder auf Tour? Okay. Bis später. Gebe ich ihr die Rose? Bin ich. Hör doch mal auf, jetzt rumzuspinnen. So. Und so. Jetzt romantisch werden ist keine gute Idee. Okay, das funktioniert nicht. Kann ich hier was anderes geben? Vielleicht erfahren wir was anderes. Das behalte ich besser. Okay. Behalte es. Ja. Ich glaube nicht, dass sie was damit anfangen kann. Nein, nein, nein. Na? Okay, jetzt spinnt das Ding hier. Na, dann sprechen wir doch mal mit ihr. Sieht gut aus. Na? Ach, scheiße. Jetzt hängt das Spiel oder was? Gehen wir mal raus. Sprich beenden, ja. Bis später. Alles klar. Wo ist er jetzt hin? Er saß doch gerade noch da. Mal safe. Wir können ja die Safe-Kombination mal ausprobieren. Mal, gucken. Schläger, Mickys Büro. Ich muss mit Micky reden. Ist nicht drin. Er ist in seinem Büro und desinfiziert es. Er ist sehr gründlich. Wird eine Weile dauern. Lieber nicht. Er würde nur meinen Arm brechen. Okay, da kommen wir jetzt nicht weiter. Das hätten wir gerade machen sollen, dass Micky da noch saß, würde ich sagen. Okay, was machen wir jetzt? Gute Frage. Gehen wir jetzt erstmal in die 1310 Grand Avenue. Was haben wir noch? Hey, Muffin. Och, der schon wieder. Wohin gehst du? Ich kann dich fahren. Geh zurück zu deiner Frau, Dale. Ich habe gerade den Wagen hier geklaut. Die Karre ist pink. Lass uns Gas geben. Ich will doch nur mit dir reden. Fängst du morgen nicht? Ich habe Wichtigeres zu erledigen. Ich habe Wichtigeres zu erledigen. Oh, du brichst mir das Herz, Muffin. Ich liebe dich. Du machst mich ganz verrückt, Baby. Machen wir es uns auf dem Rücksitz bequem, ja? Nein. Na dann eben hier auf der Straße. Ist mir ganz gleich. Es spielt keine Rolle, wo. Es wird nicht passieren. Ich habe auch Kondome mit. Was ist denn? Was ist das? Affe, Alter. Als wenn der diese lieben würde. Der will nur mit ihr vögeln. Das ist voll der Penner, ey. Fängst du morgen nicht einen neuen Job an? Tu ich doch jeden Tag. Plant Joe einen Ausbruch? Wie kommst du darauf? Er ist doch schon aus Leavenworth abgehauen. Deshalb sitzt er doch jetzt in Alcatraz. Aber von da ist noch keiner gekommen. Wenn er zurückkommt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber heute Nacht? Komm schon, ich weiß, dass du einsam bist. Ich fall nicht nochmal auf dich rein, Dale. Komm, lass uns nach Mexiko fahren. Da lassen wir uns dann beide scheiden. Der Typ ist... ich will in die Wohnung hier. Okay. Ich will mir die Wohnung hier ansehen. Ich komm mit. Ich könnte ihn vielleicht wirklich gebrauchen, falls irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen. Ja, der Wagen, so nett sieht der Wagen gar nicht aus. Das lass ich mal weg. Du kannst mitkommen. Ja. Kannst mitkommen und mir helfen, falls es Ärger gibt. Aber mehr nicht. Aber uns also, Finger weg. Okay, hab's geschnallt.
Das musst du mir nicht zweimal sagen. Wie flachsig der läuft. Ich weiß nicht, ob er uns helfen kann, aber schauen wir mal. Okay, was haben wir hier? Hinweise. Schack die Pflanze. Verblicht. Wow, sehr verneiste Pflanze, Schack. Ja. Verdammt. Das wird nichts. Was? Wonach suchst du? Das kann ich dir nicht sagen. Na gut. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Warum läuft die ganze Zeit? What? Okay, jetzt muss ich... Muss aber noch mal dahin. Weil ich die Gegenstände noch nicht unterplorifiziert habe. Okay, jetzt läuft sie nicht. Ob sie jemals die Sonne kannte? Okay, jetzt funktioniert es. Hier kommt jede Hilfe zu spät. Okay. Scheiß Vieh ab. Werbung. Unnützer Kram. Durch einen Tippen, warte mal, war das nicht der Typ von der, den wir auf der anderen Seite gesehen haben? Sehr schön, verschlissenes. Werbung. Achso, hatten wir schon. Schummerig. Ich könnte sie zerschlagen. Aber warum? Hier gibt's tonnenweise Schlösser. Ich höre pausenloses Tippen. Hey, aufmachen. Oha. Alles in Ordnung? Ja. Aber so wird das nichts. Fünf Schlösser. Ich könnte mein Glück mit dem Fenster versuchen, falls es dicht genug an der Feuertreppe ist. Warum erzählst du ihm das denn? In was bist du da reingeraten? Ich weiß auch nicht. Ich versuche, Joes Unschuld zu beweisen. Ja. Ich versuche, Joes Unschuld zu beweisen. Da fährst du in der Sackgasse. Böses unter uns, Dale. Das Böse ist unter uns, Dale. Ich kämpfe gegen Mächte, die du, die ihr Menschen niemals verstehen werdet. Cool. Okay, er nennt das einfach nur cool. Was haben wir denn? Seine Tochter zu... Okay. Ein reicher Kerl aus Nob Hill will, dass ich seine Tochter finde. Klar. Ja, okay, er glaubt, uns das nie gegangen. Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Komm, lass uns zu dir gehen. Da kannst du mir dann alles erzählen. Was ist denn mit dem? Ist der doof oder was, ey? Verdammt. Das wird nichts. Wonach suchst du? Das kann ich dir nicht sagen. Na gut, du weißt ja, wo du mich finden kannst. Ja, ich glaube, im Café oder was? Da hat er ja vorhin auch rumgestanden. So, ja. Feuertreppe. Pum, 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 pum. Ich weiß nicht, was das mit der Rose auf sich hat. Ich weiß nicht, wo ich die hinstecken soll. Kann ich die der Vivian geben, die Rose? Ich glaube nicht, aber da könnte ich ja mal hingehen. Ein bisschen merkwürdig das Ganze. Was hat... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss aber die Hinweise durchgehen, damit ich weiß, wo ich was ausprobieren kann, wenn ich was geben könnte. So, Vivian? Schön, dass du mich besuchst. Ich war bei der Wohnung in der Grand Avenue. Ja? Ich war bei der Wohnung in der Grand Avenue. Jemand ist drin und tippt und schießt auf jeden, der der Tür zu nahe kommt. Das ist keiner meiner Mieter. Das heißt, da wohnt jemand umsonst? Was soll ich als nächstes machen? Dein Neffe ist ganz schön heiß. Ich wünschte nur, er würde sich nicht so viel mit diesen Beatniks rumtreiben. Alles, was die machen, ist heiße Luft. Er sollte einer Motorradgang beitreten. Das wäre, glaube ich, nicht okay. So, wechseln wir mal lieber das Thema. Haben wir mal schon alles. Ist alles dunkel. Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. Moment, wir sind noch nicht fertig.
Hat sie was mit der Rose anfangen? Ich wüsste nicht, wie das zusammengehen sollte. Okay, das nicht. Gummihandschuhe. Haben wir denn nicht alles durch? Papierhandtücher, Kisten mit Schrott. Sie ist so sammelwütig wie ich. Handschuhe voll mit Tinte. Färbt sie ihre Wäsche? Entweder das oder. Oder. Moment. Hab die Druckplatten hier gefunden. Ich weiß, dass du eine Fälscherin bist. Du wusstest von dem Überfall. Von Anfang an. Im Panzerwagen ist kein echtes Geld verbrannt. Ich habe Joe versprochen, dir nicht zu sagen. Es wäre für dich zu gefährlich geworden. Du schuldest mir was. Du brauchst falsche Papiere. Ich mache dir welche. Reisepässe, Geburtsurkunden, das ganze Paket. Ich habe Gänsehaut. Seit wann braucht die das denn? Die hat dir die Druckplatten beide gegeben. Okay. Reisepässe, Dokumente. Warte mal. Joe sitzt doch in Einzelhaft. Warte mal. Wäre jetzt ganz doof. Bleib bloß damit weg von mir. Ich habe schon genug Kram. Okay, das vielleicht der andere Zettel, keine Ahnung. Da muss die Unterschrift vom Gefängnisdirektor drauf. Ich brauche die Unterschrift des Gefängnisdirektors. Ach. Und dann werden wir sehen. Schau mal einer an. Hier. Auf dem Brief hier ist die Unterschrift vom Gefängnisdirektor. Seine Unterschrift sieht aus wie ein müder Drache. Hatte wohl ein echt trauriges Leben. Gib mir eine Minute, Christine. Wow. Krass. Das sieht das so... So, bitte sehr. Damit kriegst du Joe aus der Einzelhaft. Danke. Das ist so lieb von dir. Die Vermieterin hat ganz schön in sich. Mein lieber Schwede. Schön, dass du mich besuchst. Kein neue... Okay. Ich verschwinde mal. Ja. Nacht, Viv. Danke. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in den Club zum Mickey und geben dem den Zettel, dem Mason. Genau. Weil der hat uns ja die beiden Formulare, glaube ich, gegeben. Nee, den einen hatten wir so, weil wir den einmal besucht haben. Das war dann letzten Monat und diesen Monat. Nee, war diesen Monat und dafür nächsten Monat. Das, okay. Oh Mann, ey. Ich sag dir, das Spiel ist der Wahnsinn, ist es, ey. So, Mickey ist immer noch hinten drin. Also das heißt, wir kommen nicht ins Safe, weil er sein Büro sauber macht. Okay. Da sitzt der Typ. Warte mal, wenn ich den Zettel auswähle. Den hier und Mason. Wow. Keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben, Lady, aber vielen Dank. Behandeln Sie den Mechaniker bitte anständig, ja? Ich habe eine Schwäche für Verbrecher. Okay.